So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Wir wären hier stehen geblieben. Wie hieß das nochmal genau? Ich bin gerade sicher. Unsicher. In der guten Festung Bruchzahn. Und ja, wir müssen hier reingehen, um das Fragment von Merunes Dagons Dolch zu finden. Oder seiner Klinge, ehrlich eher gesagt. Wir gehen mal rein. Meine Güte. Nur beim Wiederholen der letzten Ereignisse und der Begrüßung habe ich schon eine Menge Fails gehabt. Aber okay. Ich sag da nichts zu. Erstmal rein da. Und mal schauen, was uns hier drinnen erwartet. Mal schauen, ob wir alle drei Orte in diesen beiden Videos abplappern können. Ich zweifle dran. Ich schätze, wir werden so ungefähr zwei Stück hinbekommen. Müssen wir mal schauen. Vielleicht schaffen wir doch alle drei. Was? Oh, was hi. Lassen wir die Spielkern. Oh, es geht, ne? Wir haben uns hier draußen schon angekündigt. Hello. Zack. Sehr schön. Haben wir hier Heiltränke? Ne, nur Nahrung. Okay. Mehr auch nicht. Dann mal hoch hier. Oh, den haben wir wieder ganz schön zurückgeschleudert. Eisenpfeil, Gold. Ja. Ne, mehr nehmen wir jetzt mal nicht mit. Mit Schild könnten wir auch nochmal kämpfen. Gelbe Buch der Rätsel. Okay, gut, hier hinter ist das Fragment schon. Ihr seid die Klinge. Da seid ihr nicht der Erste. Hat eine schicke Stahlrüstung an, darf man auch nicht vergessen. Das war schon alles? Wirklich? Und? Okay. Orkischer Schild. Elfendeutsch, orkische Streitaxt, Gold. Schlüssel zur Schatzkammer. Okay, Truhe. Schuppenhelm Gold, Amulett von Julianus. Julianus, meine Güte. Trank der kräftigen Heilung. Geldbeutel. Sehr schön. Und haben wir noch zwei Questmarkierungen? Ach, okay, ich verstehe. Ich denke, ich verstehe. Genau, hier geht's zur Schatzkammer. Okay, ist logisch. Brauchen wir nichts von. Wir können die Pfeile gerne mitnehmen. Oh, nee, nach Himmelsrand wollen wir nicht. Gut, gehen wir hier runter. Festung Bruchzahn, Gewölbe. Okay, dann wird wahrscheinlich hier die Klinge aufbewahrt. Wäre auch zu einfach, wenn die da oben einfach so bei dem gelegen hätte. Aber okay. Dann war das, denke ich mal, schon der Endgegner hier in der Festung. Der Besitzer des guten Fragmentes. Dann haben wir das schon hinter uns gebracht. Ging ja ziemlich gut, möchte ich behaupten. Perfekt. Ich erwarte noch Gegner. Wenn ich es mal so sagen darf.
Heiltrank. Eisenrüstung, Zwergenhelm. Okay. Nee, Zwergenhelm. Nee. Map, map, map. Machst du das Tor wohl? Hä? Gruselig. Okay, hier haben wir einen Geldbeutel. Heiltrank. So. Sense Zerstörung. Okay. Gut, jetzt gehen wir mal weiter. Da haben wir das Fragment. Ganz so blind bin ich auch mal wieder nicht. Adept, okay, das ist schon schwieriger. Aber für uns auch kein großes Problem. Gold, Seelenstein, Trank der Ausdauer, sehr schön. Gut. Und hier haben wir Bruchstück von Merunes Klinge. Oh, richtig gefährliche, die fallen. Ja, das war's hier aber dann noch schon. Können wir wieder hier abziehen. Sehr schön. Eins von drei gefunden. Raus hier. So. Dann mal überlegen, was machen wir dann als nächstes? Egal, schauen wir dann, wenn wir draußen sind, auf der Karte. Möchte mich jetzt noch nicht drauf festlegen. Das, was als am besten zu erreichen ist, machen wir als nächstes. Und das, wo wir dann eventuell noch lange drauf hinlaufen müssen, machen wir dann eventuell im nächsten Video, dass wir in diesem Video nur noch schaffen, das zu erreichen. Wobei zeitlich gesehen sind wir gut dabei. Bis jetzt ist noch nicht so viel Zeit vergangen. Und wir haben bereits das erste Fragment gefunden. So. Ja, nach Himmelsrand möchte ich ungern. Es ist eigentlich jetzt abgeschlossen. Festung Bruchzahn auf der Karte. Ja. Gut. Sollen wir einfach mal hier rausgehen? Machen wir mal. So. Wenn der Großkönig. Das ist, glaube ich, der Thron, der in. Einsamkeit steht. Wenn der Großkönig stirbt, halten Dial von Himmelsrand eine Volksversammlung ab, um einen neuen Großkönig zu wählen. Mit dem Diebesstein kannst du Schleiffertigkeiten schneller lernen. Die Pferde Himmelsrand sind robust und kräftig. Was ihnen an Schnelligkeit fehlt, machen sie durch ihre große Ausdauer wieder weg. Wieder wett? Okay. Ich wusste gar nicht, dass es dieses Wort gibt. Okay. Ja. War ein kleiner Seiteneingang. Ist annehmbar, aber hat im Nachhinein nichts Großartiges gebracht. Haben wir irgendwas, was mit Schmieden zu tun hat? Leichte Rüstung Schmieden kennen wir schon. Eisenrüstung. Können wir gerade irgendwas schmieden? Wir können uns eine ganze kaiserliche Rüstung selber schmieden. Stahl. Cool, cool. Aber okay. Wir verlassen die Schmiede. So, und latschen noch einmal hier hoch. Das müsste eigentlich funktionieren. Hier über das Dach, hier rüber. Hier drauf. Oha. Meister. Mäh. Boah, perfekt. Schlossknacken verbessert auf 62. Gold, Zauberbuch, Schnellheilung.
Und Halskette der Feuerresistenz. Okay, da sage ich nicht nein. Trotz alledem möchte ich eigentlich... wo bin ich? Genau, ich wollte hier mal hochgehen. Ist hier noch irgendwas? Vielleicht irgendwo? Oder gar nichts? Nö. Gar nichts. Okay. Schau mal auf die Karte, was sich als nächstes anbietet. Dann haben wir einmal hier beim Markart und einmal hier hinten beim Moortal. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das beim Markart als nächstes. Da gehen wir von der... ja, hier. Von der Mine aus hin. Beim Felsen nachher Gegner. Ich habe keine Lust, direkt nach dem Teleportieren, nach der Schnellreise ein paar Gegner zu bekämpfen. Das mag ich nicht so. Machen wir das Ganze so. Und wie gesagt, mit Moortal ist ein bisschen blöd. Moortal haben wir an sich nämlich noch gar nicht entdeckt. Und müssen wir mal schauen, wie wir das dann am besten machen. So. Okay, sind wir direkt beim Markart, oder? Vertue ich mich gerade. Ja, ist direkt beim Markart. Relativ beim Markart. Wir müssen in die Richtung. Heißt, wir gehen auf jeden Fall erstmal den Weg wieder runter. Du könntest mal eine Fackel wieder auspacken. Wirken ein bisschen idyllisch. So, sprich, wir müssen jetzt runter und dann uns ziemlich weit... oh ja, Pfeil im Knie, sowas ist wirklich schrecklich. Aber okay, wir... oh, der Soundtrack. Wir müssen uns jetzt hier überwiegend rechts halten, bis wir um diesen Felsen herum sind. Heizsiege. Hier. Macht das Sinn? Lydia? Okay. Jo, gehen wir mal hier lang. Hier in Reach muss man sich daran gewöhnen, nur ein paar Meter vor sich sehen zu können. Jetzt ist es meist arg nebelig, so wie jetzt auch. Hi. Boah, können wir lange den Zauber wirken. Durch das an. Nee, brauchen wir nichts von. Wir haben gerade, glaube ich, 3 Ork-Jäger auf einmal weggepustet. Das sah ziemlich lustig aus. Die sind hier alle unten im Wasser. Oh, das ist eine Nirnwurz. Eisenpfeil, Gold. Ziegenbein sieht so ekelhaft aus. Eisenpfeil, Gold. Das hat er noch abgeschworen dabei. Wow, wow, wow. Eisenpfeil Gold. Sehr schön. Gut, die Nierenwurzen nehmen wir uns mit. Die brauchen wir für die eine Quest. 4 von 20. Ein paar haben wir. Haben wir Zauberstand? Nein, dann machen wir das so. Hat uns zwar 0 Erfahrung gebracht, aber. Besser als gar nichts. So wie immer noch richtig. Oh, wir müssen jetzt etwas mehr rechts halten. Ja, es muss aber eigentlich der richtige Weg sein, sonst führt hier kein Weg hoch. Konnte ich zumindest keinen anderen Weg entdecken. Auch ein Bär. Really? Lydia! Danke. Ja, ich würde mal sagen, eigentlich können wir so jeden Gegner mit der Magie ausschalten, mit diesem
unserem jetzigen Mana können wir den Zauber auch richtig lange halten. Schaut euch das an. So, ich weiß nicht genau, wie es mit unserem Gepäck aussieht, aber wir müssen auf jeden Fall den Pelz mitnehmen. Können stattdessen mal irgendwas wegwerfen, was wir aus Versehen mitgenommen haben. Ich bin mir sicherlich, da haben wir irgendwas. Pelzarmschienen können beispielsweise weg. Pelzstiefel können auch weg. So, können wir schon wieder laufen. So. Hier ist jetzt eine Ork-Festung. Okay, das interessiert mich aber gerade nicht. Mies, aber okay, wir gehen mal hin. Halt! Nach dem Kodex von Malakat gehört diese Festung den Orks. Fremde sind hier unerwünscht. Ich bin nur ein Reisender. Was für ein Ort ist das hier? Ich gehe dorthin, wo es mir gefällt, Ork. Ja, was ist das hier überhaupt? Dies ist unsere Festung. Hier können wir leben, wie Malakat es wünscht. Weit weg von den neugierigen Augen der Nord. Ihr seid kein Ork, kein Blutsverwandter. Also bleibt draußen. Wir helfen nur unser Eins. Was kann... Wie kann ich euch überzeugen, mich reinzulassen? Gibt es noch weitere Festungen da draußen? Wer ist Malakat? Ja. Wie kann ich euch überzeugen, reinzukommen? Wir haben Gerüchte über ein verzaubertes Paar Panzerhandschuhe gehört. Versteckt und beschützt von gefährlichen Menschen, Tieren oder noch Schlimmerem. Sie werden Finger des Meisterschmieds genannt. Bringt sie unserem Häuptling und er wird entscheiden, ob ihr würdig seid, Blutsverwandter der Orks zu sein. Okay, ich werde diese Panzerhandschuhe finden. Wir werden sehen. Finde die Finger des...